Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, einen wunderschönen guten Morgen, Montag, 9 Uhr. Recht herzlich willkommen zu unserem Education Monday. Heute mit einem extrem spannenden Thema, den Fibonaccis und was das ist und wie das funktioniert. Vor allen Dingen aber, wie ihr das in euer Training einbauen könnt, das möchte ich euch heute zeigen. Gebt mir mal ein kleines Feedback, ob ihr mich sehen und hören könnt. Ton ist okay, sehe ich schon. Dankeschön, Kerstin. Und dann wollen wir da auch gleich starten. Bild hoffe ich ist auch soweit okay. Monitor solltet ihr sehen. Ja, und wir fangen mal mit einem kleinen theoretischen Part an. Das Ganze wird natürlich auch wieder aufgezeichnet. Den theoretischen Part findet ihr bei mir auf der Website unter Kursangeboten Education Level 2. Habe ich euch einen kleinen Grundkurs zu dem Thema Fibonacci hinterlegt. Und das Grundthema, ihr wisst, ich bin kein Freund von großen theoretischen Sachen, sondern von praktischen Sachen, sind einfach so ein paar Geschichten, die interessant sind. Fibonacci war ein großer Mathematiker, im Mittelalter gewesen, der die sogenannte Fibonacci-Zahlenfolge entwickelt hat. Und wir sehen das schon, es ist diese klassische Zahlenfolge. Die letzte Zahl mit der anderen addiert, ergibt die nächste. 0 plus 1 ist 1. Wenn ich dann 1 und 1 addiere, komme ich auf 2. 2 und 1 addiert sind 3 und so weiter. So ergibt sich diese Zahlenfolge. Was soll uns das Ganze jetzt im Training nutzen? Wir nutzen diese Fibonacci-Zahlenreihe und davon abgeleitete Zahlenverhältnisse, um markante Widerstands- und Unterstützungsniveaus im Chart zu lokalisieren. Und das ist natürlich wieder fürs Trading unheimlich interessant, wenn wir wissen, wo sind markante Widerstände, wo sind markante Unterstützungen im Markt. Die Grundannahme der Charttechnik basiert ja darauf, dass Widerstände nicht überwunden und Unterstützungen nicht unterschritten werden. Und so haben wir natürlich interessante Kursniveaus im Chart, die für unser Trading dann unheimlich wichtig sind, um dort in diesen Bereichen natürlich unsere Handelsentscheidungen zu treffen. Und für uns sind besonders diese Kursverhältnisse relativ wichtig. Die Kursverhältnisse, die ergeben sich etwas weiter unten. Und für uns die entscheidenden Kursniveaus, die uns fürs Trading interessieren, das sind diese Kursmarken. Hier das Kursverhältnis aus der 34 und 55, diese 0,68, diese 0,32 und diese 0,236. Das sind dementsprechend interessante Kursniveaus. Die werde ich euch gleich im praktischen Bereich, werden wir uns diese Charts mal anschauen und die Fibonaccis dort einzeichnen, mal genau aufzeigen, um dann halt hier die interessanten Konstellationen am Markt herauszufinden. Ja, wie ich schon sagte, sie sollen uns Widerstands- und Unterstützungen aufzeigen und der große Vorteil einer Fibonacci-Technik ist, weil sie direkt am Chart arbeiten, sie prognostizieren uns Price Action, das heißt Price Action, die direkten Bewegungen am Markt und sie reagieren vor allen Dingen nicht darauf. Das ist ein großer Nachteil der klassischen Charttechnik, die ja eigentlich immer nachlaufend ist. Das heißt, die Signale über die klassische Charttechnik werden eigentlich immer im Nachgang durch die Indikatoren generiert und wir haben hier mittels der Fibonaccis den Vorteil, und das sage ich euch ja auch immer, dass wir nicht den Märkten hinterherlaufen, sondern im Vorfeld auf die Märkte agieren. Und mit deren Hilfe, wie ich schon angesprochen habe, prognostizieren wir halt uns diese wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Das ist zweimal wichtig am Markt. Einmal, um natürlich im Bereich dieser Unterstützung oder Widerstände unseren Einstieg, unseren Entry in den Markt zu finden. Auf der anderen Seite aber, um dort im Bereich dieser markanten Unterstützungs- und Widerstandsbereiche unseren Exit am Markt zu generieren, weil wir gehen ja grundsätzlich in der Charttechnik davon aus, dass diese markanten Unterstützungs- und Widerstandsbereiche nicht unter- oder überschritten werden. Und diese werden halt berechnet aufgrund von Market Swings. Ja, und wie ich euch ja immer gerne sage, vieles an der Börse basiert auf klassischer Mathematik. Und so können wir das Ganze dann dementsprechend nutzen. Einmal kurz theoretisch, was ist wichtig für uns? Wir haben dort nämlich ein Tool. Wir haben einmal die sogenannten Fibonacci Retracements, die wir einzeichnen können. Dann haben wir diese horizontalen Linien, die ich euch genannt habe, mit 0, das ist der Höchst- und 100 der Tiefstand und diesen markanten 23,6, 38,2, 50 und 61,8. Das sind für mich die relevanten Kursmarken. Und um jetzt einmal das Ganze einzuzeichnen, um diese Projektionen am Markt zu generieren, brauchen wir zwei markante
Punkte im Markt. Und das ist zum einen der Höchststand der letzten Kursbewegung und der Tiefstand der letzten Bewegung. Und da zeichnen wir uns dann diese Linie ein. Das zeige ich euch gleich, wie wir diese Retracements in den Markt einzeigen. Aber ihr seht, ich habe uns das hier im Chart markiert. Wir haben hier ein Höchststandsniveau und wir hatten hier aus der vorangegangenen Bewegung ein markantes Tiefstandsniveau. Und diese beiden verbinden wir miteinander und dann ergeben sich diese Projektionslinien im Chart, die dann für uns interessant ist. Und wenn wir uns das Ganze mal theoretisch und gleich praktisch anschauen, werden wir sehen, dass an diesen Kursniveaus immer Bewegungen enden oder beginnen oder eine Gegenrichtung aufnehmen. Wir sehen zum Beispiel, wir haben hier eine Korrekturbewegung von diesem Höchststand, die geht genau bis in den Bereich dieses 50-prozentigen Retracements. Wenn ich dann in diesem Bereich natürlich auch noch so eine besondere Kerze habe, wie wir sie hier zufälligerweise gerade sehen, einen sogenannten Pinbar. Pinbar ist hier unser Hammer in dem Beispiel. Ist das natürlich für mich eine extrem starke Indikation, dass wir hier erstmal eine Unterstützung gefunden haben. Das ist ja die Zielvorgabe. Ich möchte Unterstützung oder Widerstände finden. Und wir sehen, dann kommt es auch in den folgenden Kerzen hier zu einer entsprechenden Gegenbewegung am Markt. Und umgedreht sehen wir aber auch sehr, sehr häufig, dass Bewegungen nach oben, die hier gestartet ist, im Bereich so einer Retracement-Marke dann hier erstmal ein Ende finden, bevor dann eine klassische Gegenbewegung am Markt hier erfolgt. Und deshalb sind die halt unheimlich interessant, weil manchmal können wir uns gar nicht erklären, warum der Markt bis auf ein bestimmtes Kursniveau geht. Und eigentlich sehen wir zum Beispiel an unseren Fibo- und Pivot-Marken, die basieren ja auch zum Teil auf diesen Fibonaccis. Das ist ja der eine Indikator, den wir in jedem Setup mit dran haben, immer auf diesen Kursberechnungen. Ja, und hier seht ihr halt noch viel, viel mehr Linien, viel, viel mehr Unterstützung und Widerstände im Markt. Und da könnt ihr das natürlich dann sehr, sehr schön nutzen. Und ich nutze im zweiten Teil des Ganzen heute Morgen gar nicht unsere Fibonacci Retracements, sondern das viel, viel interessante Tool der Fibonacci Fächer, aber da nur mit einer von diesen relevanten Kursmarken. Und wie das funktioniert, das werde ich euch dann im zweiten Teil hier genau aufzeigen, wenn wir uns das Ganze hier dementsprechend anschauen. Ja, und wir sehen, es gibt so ganz, ganz markante Marken, auf die sollte ich besonders im Trading achten. Und eine der sehr, sehr starken Marken, die sehr, sehr viel Berücksichtigung im allgemeinen Trading findet, ist unsere 61,8-prozentige Retracement-Marke. Weil wenn wir hier, und wir haben uns hier diese Projektion gezeichnet, hier war unser Tiefstand, hier war unser Höchststand und wir sehen, vom Höchststand entfernen wir uns erstmal weg und laufen gerne dieses 61,8-prozentige Niveau an. Und das ist sehr, sehr häufig das Ende so einer Korrekturbewegung und dann starten wir sehr, sehr gerne eine Gegenbewegung in der Regel zum 23,6-prozentigen Retracement. Und dann habe ich natürlich einen schönen Bereich mir lokalisiert. Ich habe eine sehr markante Unterstützung gefunden hier im 61,8-prozentigen Bereich und weiß, die Gegenbewegung, wenn diese Unterstützung hält, sollte in der Regel immer in Richtung dieses 23,6-prozentigen Retracements laufen. Und da sehen wir es hier auch in der Historie. Das sind so gerne diese Kursmarken. Wir haben es hier gesehen. Hier war es so ein Bereich, wo wir nicht weiter nach oben gelaufen sind. Und hier ist es auch wieder so ein Bereich, wo diese Bewegung nach oben ihr Ende findet. Ja, und das ist natürlich, wenn wir uns hier in einem Beitritt platzieren, dann für uns auch das Exit, weil wir haben uns hier einmal die Unterstützung sichtbar gemacht und wir haben uns hier diesen Widerstandsbereich sichtbar gemacht. Und wie gesagt, da gehen wir halt grundsätzlich davon aus, dass diese Marken nicht unter- oder überschritten werden. Deshalb auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schön. Laufen wir diese Kursmarke an, sehen wir diese Unterstützung, diese 61,8 und deshalb ist es eine der wichtigsten Marken, wird hier verteidigt. Dann ist es hier natürlich schön der Buy-Entry mit dem Ziel in Richtung der 23,6. Und wir sehen, kurze Zeit danach greifen wir dieses Kursniveau nochmal an, ist es erneut der Buy-Entry mit dem Ziel zu 23,6 Retracement-Marke. Das sind also hier ganz, ganz markante Kursniveaus, die uns hier im Handel interessieren. Und natürlich haben wir auch Zielkursprojektionen. Das heißt, wir haben uns jetzt mal in dem Chart diesen markanten Tiefstand gesucht und wir haben uns auch diesen markanten
Höchststand. Ihr seht, ich habe das mit High und Low hier markiert. Und sehr, sehr häufig, weil diese Marken laufen nicht nur von 0 bis 100, sondern ihr werdet es sehen, er setzt diese Marken auch fort. Die nächste relevante wäre die 161,8. Und wenn wir dann zum Beispiel gar nicht die erwartete längerfristige Korrektur hier am Markt haben, sondern irgendwann dann den Ausbruch über diese 100%-Marke, ich habe uns das mal hier markiert, dann ist das auch ein klassisches Buy-Signal, weil wir dann davon ausgehen, dass sich diese Kursbewegung fortsetzt. Und so können wir natürlich die Fibonaccis nicht nur als Unterstützungs- und Widerstandszonen nutzen, die uns sichtbar gemacht werden, sondern wir können das Ganze auch als Zielprojektion nutzen. Das heißt, wo kann eine Bewegung noch hinlaufen, wenn ein bestimmtes Kursniveau, und das ist dann immer die 100%-Marke, überschritten wird, bei einer Sell-Projektion natürlich dann unterschritten wird. Und weil ich ja die 61,8 eben schon als markante Marke angesprochen habe, ist es dann hier als nächste markante Marke die 161,8. Das wiederholt sich dann hier immer, die werden einfach zu den geraden Kursmarken addiert. Und wir sehen, es entsteht dann hier auch in der Folge eine schöne Kursbewegung. Und die Grundannahme wäre, dass die sich hier eigentlich auch in Richtung dieses 161,8%igen Kursniveaus fortsetzen wird. Und dementsprechend haben wir da natürlich über diese Tools ein sehr, sehr schönes Prognosetool. Umgedreht habe ich es eben schon angesprochen, wollen wir es uns natürlich auch nochmal anschauen. Ich habe uns hier das markante Höchststandsniveau markiert. Wir haben ein markantes Tiefstandsniveau und damit haben wir hier ja die Möglichkeit, über den Höchst- und den Tiefstand uns diese Projektionslinien einzuzeichnen. Und wir sehen hier eine Gegenbewegung am Markt. Wo läuft die hin? Das seht ihr jetzt relativ schlecht. Ich sage es euch einfach mal, die lief genau bis an unser 61,8%iges Kursniveau. Und da wissen wir, das ist ein ganz, ganz markanter Widerstand. Das ist eine sehr, sehr markante Marke, wo große institutionelle Anleger oder klassische Charttechniker immer wieder gerne einsteigen. Ja, und an der Börse ist ja vieles eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn an diesem Punkt, wo wir diese 61,8 ranlaufen, und ihr seht, wir bewegen uns hier fast 6, 7, 8 Kerzen seitwärts, laufen hier diesen Punkt auch nochmal an. Das wäre dann sogar so ein klassisches Doppeltop hier im Markt. Wenn wir dann wissen, dass viele Anleger in diesem Bereich gerne eine Short Order eröffnen, erklärt sich dann natürlich auch die Korrekturbewegung. So, unser erstes Ziel ist natürlich immer erstmal diese 100% Kursmarke. Das ist unser erstes Kursziel. Aber ich hatte ja auch gesagt, wir haben die Möglichkeit, wenn dann diese Niveaus, dieses 100%ige Niveau unterschritten wird, weil jetzt sind wir in einem sogenannten Abwärtstrend, dann ist das natürlich hier ein wunderschöner Einstieg nochmal in den Markt, weil ich mir dann den Weg freigemacht habe in Richtung des 161,8%igen Retracements. Und wir sehen, wir haben den Durchbruch, dann kommt nochmal eine kleine Gegenbewegung, das ist unser typisches Pullback am Markt, ein Kursrücksetzer, wo wir nach einem markanten Durchbruch dieser Marke nochmal versuchen, dieses wichtige Kursniveau, diese 100%-Marke hier zurückzuerobern. Hier scheitern wir erneut, also auch das wäre, wenn wir den Ersteinstieg verpasst haben, ein klassischer Re-Entry und wir sehen danach sehr, sehr zügig diese Kursbewegung in Richtung dieser 161,8%igen Marke. Ich habe euch hier in dem Kurs auch ein kleines Video mit hinterlegt, wo ihr euch das nochmal genau mit anschauen könnt. Wir hatten das ja schon mal Thema in den Education Days, weil das aber ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Seht ihr, habe ich euch einmal sowohl hier zu den Fibonacci-Projektionen als auch zu den Fibonacci-Fächern hier auch nochmal Videos hinterlegt, die ihr dann dementsprechend nutzen könnt, um das nochmal zu wiederholen. Auch die heutige Aufzeichnung wird ja hier dementsprechend wieder hinterlegt und dann könnt ihr das Ganze nochmal sehr, sehr schön nutzen. Und wie das Ganze im Praktischen aussieht und vor allen Dingen, wie ihr aber diese Fibonacci-Fächer mit einer ganz, ganz simplen, das ist eine ganz simple Handelsstrategie nutzen können, das möchte ich mir mit euch zusammen live jetzt nochmal anschauen. Wir hatten ja schon ein schönes Eröffnungsszenario, einen sehr, sehr schönen Buy-Trade und ein Sell-Trade heute Morgen pünktlich um 8 Uhr und natürlich auch den klassischen Reversal-Trade, den wir mit unserer klassischen Opening-Strategie sehr, sehr schön handeln konnten. Beide Trades haben ihre Zielkurse erreicht. Also der Opening-Trade, den wir hier um 8 hatten, hat seine
mehr als 15 Punkte short gebracht. Wir sind hier 22 short und dann pünktlich auch wieder der Reversal Trade. Der hatte ja nur das Ziel, uns hier unsere 10 Punkte zu bringen. Und dasselbe sehen wir eigentlich auch jetzt zum Market Opening. Wenn wir uns das Ganze anschauen, wir hatten hier einen sehr, sehr schnellen Marktstart zum Market Opening hier nach oben gepusht. Und da, egal wie ihr sie handelt, ob ihr diese Opening-Strategie zum Beispiel mit unseren Preisbändern handelt, ich blende es uns mal kurz ein, damit wir uns das nochmal anschauen, bevor wir zu dem Fibonacci-Teil übergehen. Sehr interessant. So, und ihr seht, was interessiert mich? Ich habe hier natürlich die Indikation. Ich markiere mir wie immer meine 59er. Den Obers brauchen wir hier gar nicht dafür. Und sehe, eigentlich im Niemandsland zum Handelsstart gewesen, aber doch wieder sehr, sehr schnell innerhalb der ersten 5 Minuten. Und ihr seht, das war die 10:02, 10:03 Kerze aus unserem letzten Band ausgebrochen. Und das ist ja die Indikation, auf die wir warten, zwischen 9 und 9:05. Ein Ausbruch aus dem oberen oder eventuell unteren Band. Das ist mir relativ egal. Aber in diesen ersten 5 Minuten möchte ich gerne einmal das letzte Band hier in unseren Preisbändern verlassen. Das haben wir hier um 10:02, 10:03 Serverzeit, 9:02, 9:03 unserer Zeit gemacht. Und was erwarten wir dann? Dann erwarten wir natürlich hier diese schnelle Gegenbewegung. Im Opening-Szenario um 9 erwarten wir hier eine Kursbewegung von mindestens 20 bis 25 Punkten. Ja, und ihr seht, die haben wir hier uns auch sehr, sehr schön geholt. Eine sehr schnelle Bewegung hier von über 32, 33 Punkten nach unten. Also wer die Opening-Strategie um 8 und um 9 plus den Reversal Trade gehandelt hat, der ist hier schon wieder durch. Und ihr seht, warum ich das Zeitfenster eigentlich 8:40 bis 9 Uhr so kategorisch ausschließe. Das ist so diese klassische Seitwärtsbewegung. Da entstehen keine großen Bewegungen. Da warten wir aufs offizielle Market Opening. Aber um 9 Uhr natürlich die schöne Bewegung. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, ihr seht, ich habe hier auch noch unsere Direction Line mit eingebaut. Der wartet natürlich auf unsere klassische Durchbruchskerze. Wir sehen, wir haben zwar hier diesen Ausbruch, aber die befinden sich alle noch oberhalb meiner Direction Line hier. Und solange diese Kerzen sich oberhalb befinden, seht ihr, kommt hier auch noch nicht der ganz große Schwung mit rein. Auf der anderen Seite dann, worauf achten wir mit dieser Strategie? Auf meine Durchbruchskerze. Und hier dieser Doji, den ich euch jetzt markiere, das war meine markante Durchbruchskerze. Das ist die erste Kerze, die wirklich markant hier unterhalb meiner Direction Line schließt. Oh, und dann ist natürlich das Opening der nächsten euer Einstieg. Und ihr seht, auch der hat seine 20 bis 25 Punkte hier sehr, sehr schön geschafft am Markt und dementsprechend hier sehr schöner Handel. Aber das wollen wir uns heute nicht anschauen, nur zur Wiederholung, weil einige gerne das morgendliche Opening hier drin haben. Ich möchte mir mit euch ja heute diese Fibonacci-Geschichten mit anschauen. Und da nehmen wir zum Beispiel einfach mal einen Ist-Stand. Wir nehmen dann zum Beispiel unser 8-Uhr-Opening hier und da interessiert mich zum Beispiel, markieren wir auch die 8:59 Uhr. So, und was interessiert mich vor dieser Linie? Das ist mal mein aktueller Ist-Stand. Hier starte ich, interessiert mich der letzte markante Höchststand und der letzte markante Tiefstand. So, Höchststand, denke ich, brauchen wir nicht diskutieren. Vor dieser Linie, der letzte markante Höchststand war dieser Punkt, den ich eben hier markiert habe. Das ist unser sogenanntes High und Tiefstand. Das ist unser sogenanntes Low hier unten am Markt. Das sind die beiden Punkte, die mich hier interessieren für meine aktuelle Projektion. Und jetzt seht ihr, haben wir hier oben bei den Zeichenwerkzeugen ein Tool. Das sind 4, 5 Linien und da steht ein kleines F dran. Und das sind unsere sogenannten Fibonaccis, in dem Fall unsere Fibonacci-Retracements, also unsere horizontalen Linien. Und das ist das Tool, was ich mir dementsprechend jetzt einfach mal hole. Das heißt, ich klicke das einfach mit der linken Maustaste an und ihr seht, mein Mauszeiger, der verändert sich schon. Jetzt habe ich mein Fadenkreuz mit diesen 4 Linien mit da dran und kann jetzt einfach meine Punkte, die ich mir eben im Chart markiert habe, miteinander verbinden, um dementsprechend hier mir eine Projektion zu holen. So, und jetzt sehen wir schon mal das erste Szenario, wie weit lief für mich um 9 Uhr jetzt relevant die erste Bewegung. Ihr seht, ich habe mir diesen Höchststand, dieses High hier im Markt markiert. Das war mein relevanter Höchststand, das ist mein High
Und das ist natürlich gleich ein Widerstand hier im Markt. Genauso habe ich hier mit dem Low ein Unterstützungsniveau. Und wir haben eben über eine ganz, ganz markante Kursmarke gesprochen, unsere 61,8. Und ihr seht die erste Bewegung. Wir haben pünktlich hier um 9 das Opening. Wir stoßen uns an diesem Widerstand hier nochmal genau den Kopf. Und wo geht es hin mit der ersten Bewegung? Es geht genau zur 61,8. So, und damit haben wir natürlich genau einen Punkt, wo wir wissen, Zielkurs ermitteln, da sollten wir raus aus unserem Sell-Trade und natürlich nicht nur rausgehen aus unserem Sell-Trade, sondern wir wissen, die 61,8 ist eine der markantesten Unterstützungsmarken hier nach diesen Retracements am Börsenhandel. Und das ist dann natürlich für mich hier auch mein klassischer Reversal-Trade, nämlich mein sehr, sehr schöner Einstieg, um hier nach dem erfolgreichen Testen dieser 61,8, ihr seht, die erste Kerze greift sie noch an, die nächste geht daneben. Das ist hier auch noch ein sogenanntes bullisches Engulfing Pattern, also auch noch eine sehr, sehr starke Formation aus der japanischen Candlestick-Analyse, eine klassische Kaufformation im Bereich meiner markanten Unterstützung. So, Minimalziel hatte ich euch gesagt, 61,8 zu 23,6. Und ihr seht, warum startet hier sofort dieser Gegenangriff in Richtung dieser 23,6. Sehr, sehr schöne Kursbewegung hier am Markt, um dementsprechend auch hier diesen Trade sehr schön einzugehen. Wir nutzen es zum Opening. Das ist dann praktisch unser Entry in den Markt. Und wir haben natürlich auch ein Exit-Niveau am Markt. Und das ist diese definierte 23,6. Hier oben liegt dann praktisch unser Exit im Markt, wo wir diesen Trade hier wieder schließen in diesem Bereich, wenn wir diese Kursmarke erreichen. Ja, und das waren auch ganz schnelle 15 Punkte hier heute gewesen. Genauso wie man sich auch den ersten Entry hier am Widerstand zum Market Opening Short mit dem Ziel, wir laufen runter an die 61,8. Das waren ganz schnelle 20 Punkte heute Morgen hier gewesen. So, und dann hat man sich eigentlich klassisch zum Market Opening, das ist ja so für mich die interessanteste Zeit, hier sehr, sehr schön einen Einstieg in den Markt gefunden für zwei saubere Trades, um die dementsprechend dann hier am Markt zu platzieren. Ja, die könnt ihr in jedem Zeitfenster nutzen. Wir haben das jetzt hier im 5-Minuten-Chart genutzt. Ihr könnt das natürlich genauso gut in einem 5-Minuten-Chart dementsprechend nutzen, um hier eure Einstiege zu finden, um eure Widerstände und Unterstützungen am Markt zu generieren. Je nachdem, wo ihr euch befindet, war zum Beispiel hier, wenn ich mir den Handelstart mal markiere, war das zum Beispiel der letzte markante Tiefstand. Das ist mein Low und das hier war mein letzter markanter Höchststand, das war mein High. Da sieht die Bewegung etwas anders aus. Wichtig ist, ich markiere mir immer eine Linie, wo ich mit dem Start beginnen will. Und vor der Linie suche ich mir den markanten Tiefstand. Das war hier unser Kursniveau. Und suche mir den markanten letzten Höchststand. Das war dieses Kursniveau. Weil diese beiden Elemente, High and Low, brauche ich, um diese Projektionen hier in den Markt einzuzeichnen. Und dann gehe ich hier einfach wieder auf mein Fibonacci-Tool, auf mein Retracement-Tool, klickt das mit der linken Maustaste hier einmal an und dann seht ihr, habe ich hier auch diese Fächerprojektion mit drin und kann mir die dann auch ganz schön in meinen Markt mit einzeichnen, um dann hier zum Beispiel meine Kursprojektion mit einzuzeichnen und dann hier dementsprechend meine Kursziele zu definieren. Also da habt ihr dann die Möglichkeit, euch die für den Handel mit einzuzeichnen und dann dementsprechend zu sehen, wo kann es hier mit den Bewegungen hingehen am Markt, welche Kursbewegung habe ich. Und ihr seht, wir haben dann auch weitere Projektionen. Das heißt, würden wir hier, und das ist das, was ich vorhin sagte, wir haben auch weitere Projektionen am Markt. Was passiert, wenn wir diesen Tiefstand hier nochmal unterschreiten? Dann seht ihr, wird hier die nächste Kursmarke freigemacht. Das ist dann diese 161,8. Und sogar, wenn wir die durchbrechen würden, hätten wir sogar Platz bis zu 261,8. Also wir haben auch für die weitere Zukunft hier Kursmarken am Markt. Und natürlich muss man diese Fächer immer anpassen. Wir sehen,
Vom aktuellen Ist-Stand ist das natürlich hier nicht mehr mein Höchststandsniveau, sondern ich habe ja jetzt ein neues Höchststandsniveau. Und damit ich immer vom aktuellen Ist-Stand aus arbeite, das ist ja jetzt aktuell die Situation, muss ich diesen natürlich immer anpassen. Das heißt, ich kann den mit einem Doppelklick modifizieren und ziehe diese Linie hier einfach weiter höher, weil der Tiefstand, der ist gleich geblieben, der Höchststand hat sich verändert. Und jetzt seht ihr für mich, für den Handel schon wieder ein sehr, sehr interessantes Kursniveau. Wir sind ja jetzt in einer kleinen Abwärtsbewegung mit der aktuellen 5-Minuten-Kerze. Aber ich habe hier ein sehr, sehr interessantes Kursniveau mir jetzt markiert, die 61,8. So, die Grundannahme, wir greifen die ja jetzt von oben an, wäre, dass die Bewegung noch weiterläuft bis an diese 61,8. Hier aber erstmal wieder nach oben abprallt mit einer Gegenbewegung. Das wäre dann das Ziel 23,6. Aber die 61,8 wird auch nochmal interessant, wenn sie nicht als Unterstützung halten sollte. Und ihr seht, jetzt testen wir sie genau, da sind wir angekommen. So weiß ich natürlich, wo so eine Kursbewegung hingehen kann. Und ihr seht, er prallt genau ab, er läuft genau an dieses Niveau ran und prallt sofort wieder nach oben ab. Da seht ihr, da liegen Käufer im Markt, die sich genau dieses Schaubild, was wir jetzt sehen, hier auch in den Markt eingezeichnet haben und gesagt, cool, wenn diese Abwärtsbewegung sich bis an diese 61,8 hier fortsetzt, da steigen wir ein, da erwarten wir dann eine Gegenbewegung. Ziel wäre dann die 23,6 hier oben. Aber es kann ja auch sein, dass dieses Kursniveau unterschritten wird. Und deshalb ergeben sich zwei interessante Handelsoptionen. Einmal natürlich die von mir genannte Variante 1 hier, diese Buy-Option. Sollte ich allerdings diese 61,8 durchbrechen, und hier ist wieder ein Kurs besonders wichtig, auf Schlusskursbasis, dann hat diese Unterstützung nicht gehalten, sie hat nicht funktioniert und dann habe ich mir natürlich den Weg freigemacht, wohin? Zur 100er-Marke. Das heißt, ich habe an diesen Bereichen immer zwei relevante Kursniveaus, die ich für meinen Handel nutzen kann. Einmal die Idee, sie hält als Unterstützung. Dann möchte ich die Gegenbewegung zu 23,6 machen. Da gibt sich ein schönes Kursniveau. Oder aber diese 61,8 hält nicht. Wir schließen mit dieser Kerze darunter. Dann machen wir uns den Weg frei zur 100er-Marke. Und ihr seht, hier ergeben sich zwei sehr, sehr schöne Trades. Wenn sie hält, habe ich eine Buy-Indikation von 25 Punkten. Wenn sie nicht hält, habe ich eine Sell-Indikation von 25 Punkten. Also da könnte sich das nächste schöne Kursniveau hier ergeben, aufgrund der Tatsache, dass ich mir jetzt diese 61,8 hier erstmal als relevantes Kursniveau sichtbar gemacht habe, um dann dementsprechend hier zu gucken, was passiert hier am Markt. Ihr könnt die natürlich, und das ist meine Empfehlung, ich nehme lieber größere Timeframes, um die erstmal einzuzeichnen. Ihr seht, wir zeichnen die jetzt hier im M5 ein und ich kann dann zum Feintuning in mein M1 Setup übergehen. Und da sehen wir, übernimmt er auch automatisch diese Linien aus dem 5-Minuten-Chart, diese interessanten Zonen. Hier ist genau auf demselben Kursniveau diese 61,8 und wir haben auch hier wieder dieses relevante Kursniveau, diese 23,6 und das sind immer so Sachen, wenn ich sehe, da entstehen Verkaufskonstellationen, da entstehen Kaufsignale daraus, dann ist es für mich halt unheimlich interessant, weil ich dann halt entsprechende Gegenbewegung hier am Markt wieder erwarten kann und das sind dann interessante Entry-Niveaus für mich am Markt. Was ich aber noch viel, viel lieber nutze, das soll jetzt den ersten Teil dieser Fibonacci Retracements, weil das hier nochmal als Anfrage kam, wie zeichne ich mir diese Linien ein, als Wiederholung reichen. Was ich aber viel, viel lieber nutze, weil es viel, viel effektiver sind, sind diese Tools hier oben, unsere Fibonacci-Fächer. Ihr seht, wir haben ja ein zweites Tool mit drin, mit dem kleinen F-Zeichen. Wer dieses Tool noch nicht drin hat, von denjenigen, die neu drin sind, dann müsst ihr einfach hier auf diese geriffelte, vor dem kleinen Zeigerpfeil ist so ein geriffeltes Feld,
dort einfach mal einen Rechtsklick machen und dann seht ihr Funktionsleiste anpassen. Bei einigen kann es sein, dass dieser Fibonacci-Fächer noch nicht mit drin ist. Denn seht ihr, haben wir hier auf der linken Seite eine Werkzeugleiste und dann sind hier die Fibonacci-Zeitzonen, Fibonacci-Bögen, Fibonacci-Expansions, Fibonacci-Kanal und da werdet ihr auch den Fibonacci-Fächer finden. Da müsst ihr dann einfach den auswählen, auf Hinzufügen klicken und dann seht ihr, habt ihr hier das Tool eingeblendet und dann könnt ihr das Tool entsprechend nutzen. Was mich hierfür interessiert, und das ist jetzt eine ganz simple Handelsstrategie, die ich euch einmal kurz vorstelle, die wir uns dann mal ganz kurz im Simulator in der praktischen Anwendung nochmal anschauen wollen, ist folgendes. Ich nutze aus dem Fibonacci-Tool, ihr seht das gleich, nur eine einzige Linie. Von der Projektion seht ihr, ist hier eine Linie und das ist eine 50er-Marke. Meine ganz, ganz einfache Handelsstrategie funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt unsere klassischen Chart und ihr legt dort unseren klassischen Reversal Point Indikator rein. Und was mich hier interessiert, sind genau die zwei Punkte. Ich möchte mir die Dreier- und die Zweierpunkte anzeigen lassen. Eins und zwei blende ich hier einfach mal aus und möchte hier die relevanten Fibonacci-Punkte, Reversal-Punkte eingeblendet haben. So, und jetzt geht es folgendermaßen. Wenn wir hier so eine Bewegung am Markt haben, wie hier, wir haben hier den Start 56 und wir haben hier die Gegenbewegung auf die 2 gehabt um 9:09 Uhr. So, wenn ich jetzt diese beiden markanten Punkte hier habe, dann verbinde ich die einfach. Ich gehe auf meinen Fibonacci-Fächer. Zeige euch auch gleich die Einstellung, warum ich nur eine Linie habe. Und dadurch, dass es eine Abwärtsbewegung war, verbinde ich jetzt den vorletzten Punkt von meiner Linie mit dem letzten Punkt. So. Und dann seht ihr, entsteht hier eine Entry-Linie. Wie dieser Fibonacci-Fächer eingestellt wird, zeige ich euch jetzt nochmal. Das heißt, wir gehen hier mal kurz rein in den Indikator, weil der sieht am Anfang nämlich etwas anders aus. Da habt ihr nämlich hier ganz viele Werte mit drin. Da seht ihr, haben wir hier diese 38,2. Das war ein interessantes Kursniveau. Löscht das einfach. Wir haben ja auch die 61,8. Löscht ihr einfach. So, ich lasse mir jetzt nur diese 0,5 hier übrig und bei Beschreibung könntet ihr euch sogar noch, um es für euch visuell noch einfach zu machen, dieses Entry-Niveau mit dran schreiben. Jetzt habt ihr eine Linie, da steht Entry dran. So, und wenn ihr die dann jetzt zeichnet, ich zeichne euch das nochmal, nachdem ich den so präpariert habe, haben wir hier Folgendes. Ich verbinde den Höchst mit diesem Tiefstand und habe jetzt eine Einstiegslinie. Was mich interessiert, ist ein Schlusskurs. Den haben wir hier oberhalb meiner Entry-Linie. Und ihr seht, 9:13 Uhr, die Kerze schließt oberhalb meiner Entry-Linie. So, und dann erwarte ich eine entsprechende Gegenbewegung von mindestens im Scalping bei mir 10 Punkte. Im Minutenchart möchte ich hier immer nur 10 Punkte mitnehmen. Und so kann ich die dementsprechend handeln. Ihr seht auch, wenn ich jetzt hier vom Handelsstart diese Projektionspunkte nehme. Ich hatte hier kurz vor Handelsstart ja auch wieder diese markanten Zweien gehabt. Und wenn ich die beiden einfach miteinander verbinde, sehen wir, haben wir auch hier unsere Entry-Linie, Schlusskurs. War natürlich hier oben gewesen. Da kommt natürlich dann hier nur noch eine kleinere Gegenbewegung. Also wenn ich eigentlich mit dieser Durchbruchskerze hier schon einen Großteil meiner Bewegung hier vollzogen habe, dann kommt hier natürlich nicht mehr so viel am Markt. Dann nutze ich den nicht. Aber wenn ich ihn wie eben zum Beispiel finde, dass ich den dann nutzen kann, kann ich das sehr, sehr schön nutzen. Und genauso nutzt ihr das natürlich auch im aktuellen Szenario. Ihr könnt auch die Dreien, ihr könnt auch die Zwei und die Drei miteinander verbunden. Ich möchte nur markante Reversal Points markiert haben. Wenn wir also den Rechner hier kurz nach 10 einschalten, dann haben wir hier die Konstellation, oh, da habe ich eine 2 und eine 3. Dann verbinde ich natürlich diese 2 und diese 3 miteinander. Und natürlich bei so starken Bewegungen seht ihr, haben wir sehr schnell diese Gegenbewegung. Da ist die 10:03 Uhr schon die Kerze, die da drunter schließt. Was erwarten wir nach diesem Durchbruch? Eine entsprechende Short-Bewegung. Und ihr seht, hier schließt sich auch erstmal so ein 20-Punkte-Trade an. Klar, ist der Opening-Trade um 9.
Und dementsprechend können wir das Ganze ausnutzen. Und so könnt ihr das Ganze sehr, sehr schön nutzen. Und wie das in der Praxis aussieht, wir haben noch ein paar Minuten. Das möchte ich euch jetzt mal anhand unseres Simulators zeigen, damit wir das auch noch mal in der Praxis so ein bisschen wiederholen können. So, ihr seht, ich habe jetzt hier mal einfach den gestrigen Handelstag genommen, habe das mal auf 9 Uhr, also 8 Uhr unserer Zeit hier hingespult, um hier einfach mal so den aktuellen Handelsstart mir mit anzuschauen und dementsprechend das Ganze hier im Trading mit zu nutzen, damit wir das hier dementsprechend uns gleich mal zum Handelsstart anschauen können. So, wir haben jetzt hier erstmal so diesen markanten Durchbruch nach unten. Das ist natürlich noch dieser Fibo-Fächer. Jetzt muss man hier mal die Alarme kurz rausnehmen. Das ist natürlich hier noch diese Short-Projektion gewesen. So, und jetzt warten wir diese Minute mal ab. Ich zeichne uns mal dann den aktuellen Fächer mit ein. So, und dann sehen wir für mich, die relevanten jetzt am Start sind diese beiden Punkte. Ich habe direkt mit dem Opening hier mir eine 2 markiert. Ich habe hier die historische 2. Das ist die aktuelle Entry-Situation. Und dass hier eine 3 ist, das interessiert euch nicht. Ihr wisst, wenn ihr mit diesen Reversal Points gearbeitet habt, die schiebt der hier auch. Das ist eh das Opening. So, und jetzt sehe ich, direkt zum Opening befinde ich mich unterhalb, eigentlich auch schon die 3-4 Minuten vorher. Also Opening-Kerze vorbei. Ich habe meine Projektion mit drin. Ich gebe mir hier meine Zielkurse ein und eröffne hier einfach mal den Trade. Ich erwarte nämlich hier einen Sell-Trade. Wir haben dieses Entry-Niveau nach unten durchbrochen und ich erwarte entsprechend eine Bewegung nach unten. Möchte hier dementsprechend einen Sell-Trade machen. Und wie gesagt, im Minutenchart, ich arbeite hier sogar nur mit 1 zu 1. Ihr seht das, Stop 10, TP 10, weil ich hier einfach eine 80-prozentige Trefferquote habe. Da kann ich hier auch mit 1 zu 1 arbeiten. Dementsprechend ist das okay. So, wenn ihr jetzt vorsichtige Trader seid, sagt ihr, okay, wenn ich jetzt die Hälfte meines Zielkurses erreicht habe, dann hole ich auch mein Risiko schon mal runter. Nehme die Hälfte des Risikos raus. So, und jetzt bin ich ja fast am Ziel. Ah, jetzt kann ich gar nicht mehr ziehen, weil wir haben unser Ziel hier schon erreicht. So, und damit ist diese Projektion, ich mache mal kurz auf Stopp, für uns gelaufen. So, und jetzt mal die Praxis, wie ihr in die nächsten Projektionen reinkommt. Ich habe jetzt ja die 2 vom Handelsstart und ich habe jetzt die 3. Das heißt, ich zeichne mir jetzt schon aktuell von der 2, wir haben ja diese Abwärtsbewegung, zur 3 diesen Fächer. So. Sollte der die 3 weiter nach unten schieben, muss ich den natürlich mit anpassen, diesen Fächer. Dann ziehe ich den natürlich mit und das schauen wir uns mal zusammen an, wie das funktioniert. So, jetzt ist die 3 erstmal ein interessanter Tiefstand gewesen. Der reicht mir hier aus. Sollte ich jetzt, das ist meine Überlegung, oberhalb dieses Entry-Niveaus mit einer Kerze schließen, dann möchte ich Long gehen. Drücken wir auf die Buy-Taste. Schiebt er die 3 weiter nach unten, nehmen wir auch unseren Fächer mit nach unten mit. Und ihr seht, jetzt schiebt er die 3. Was mache ich? Ich nehme das Ende, das war ja der Tiefstand eben, und ziehe den einfach mit der 3 mit dem aktuellen Tiefstand. Und das mache ich so lange, bis er den nicht mehr schiebt, bis er irgendwann, worauf warten wir denn? Hier auf den Durchbruch, auf ein Closing, auf einen Schlusskurs oberhalb dieser Linie. So, und jetzt sehen wir, der hat den noch ein bisschen nach unten geschoben, also muss ich auch meine Projektion mit anpassen. Und jetzt warten wir ab. Jetzt haben wir eine kleine Gegenbewegung hier am Markt. Und ich warte im Prinzip nur. So, und das Ganze könnt ihr dann auch schön im Simulator testen. Ihr seht, einen Trade gemacht, einen Trade mit 10 Punkten erfolgreich nach Hause gebracht. So, also das Schlimmste, was uns passiert, wenn der nächste schief geht, weil ich ja hier nur ein CRV von 1 zu 1 habe, wäre also, ich bin bei 0. Aber ganz gut, der hat 80% Trefferquote, diese Strategie, kann ich mitarbeiten. So, jetzt sehen wir schon, jetzt macht der Markt eigentlich schon das, was ich will. Wir bewegen uns hier schon in Richtung meiner Linie. Was brauche ich aber? Ich brauche ein Closing, einen Schlusskurs unterhalb. Und diese Linie fungiert erstmal als Widerstand. Und ihr seht, der ist hier erstmal an diesem Widerstand abgeprallt. Also ganz wichtig, ich warte auf ein Closing oberhalb dieser Kursmarke. So, jetzt sehen wir,
Das ist halb nicht Fisch, nicht Fleisch. Der ist genau auf der Linie. Das ist noch nicht der markante Schlusskurs, den ich oberhalb erwarte. Also warte ich hier noch mal ein bisschen ab, dass ich hier auch wirklich einen relevanten Schlusskurs oberhalb kriege. Den habe ich jetzt. Jetzt seht ihr, ist mein Trade im Markt mit drin. Ich mache mal auf Stopp. Jetzt seht ihr das. Bin hier also mit dieser Kerze. Ich hatte mir von der 2 zu 3 meine Projektion gezogen, habe die am Anfang auch noch ein bisschen mitgezogen, weil er die 3 ja nach unten geschoben hat. Das hätte ich auch noch gemacht, wenn er den weiterschiebt. Und habe jetzt hier mein Entry. Der schließt so genau auf der Linie. Das ist mir nichts. Der ist wieder unter der Linie. Das ist mir auch nichts. Meine für mich relevante Kerze, das war diese Kerze hier. Ich markiere uns die mal. Ich nehme mal die Linie mit. Dann können wir es genau mit den Uhrzeiten machen. Die 15er Kerze. 15er passt mir vom Zeitzyklus auch wieder ganz gut. Das wären genau diese 15 Minuten, die der erste Trade gerne anhält. 12 bis 15 Minuten für den 9 Uhr Trade. Die Kerze schließt darüber. Danke. Das ist für mich der Einstieg in den Markt. Dementsprechend eröffne ich hier den Trade. Selber das Spiel. Habe schon vorher über meinen Mini-Terminal die 10 TP, die 10 SL eingegeben und steige hier ein in den Markt und lasse den Trade hier einfach laufen. Ihr müsst nicht unbedingt diese 10 nehmen, wäre der Tiefstand. Die 3 markiert ja hier den Tiefstand noch dichter mit dran. Hätte ich den natürlich jetzt hier auch genommen, dann hätte ich mir nur 7 oder 8 Punkte genommen. Aber dementsprechend, den brauche ich hier erstmal, um dementsprechend hier meinen Einstieg zu finden. So, jetzt schiebt er die 3 ein bisschen. Jetzt knockt er mich aus. Dann ist er in dem Fall hier schief gegangen. Was mache ich aber? Ich bleibe bei diesen Projektionen, nehme die alte 2, das ist ja immer noch der Tiefstand, und ziehe den dementsprechend auf den neuen Tiefstand weiter. Und damit seht ihr, bekomme ich hier ein neues Entry-Niveau in den Markt. Und jetzt warten wir auf dasselbe Spielchen hier halt wieder. Ich möchte eine Gegenbewegung. Ich möchte hier einen Schlusskurs oberhalb dieser Entry-Marke haben. Das wäre denn der Einstieg in den Markt für mich, um hier einen erneuten Buy-Trade zu platzieren am Markt. So, jetzt gucken wir mal, wie das sich hier so fortsetzt. Ihr könnt das natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer machen. Ihr könnt das ans Originaltempo mit anbauen, damit ihr eigentlich auch die genauen Minuten, ihr habt ja hier im visuellen Mode diesen Regulator, den ihr hier benutzen könnt, dass ihr euch da das Originaltempo mit einblenden könnt. Ich mache das ein bisschen schneller jetzt, damit wir hier noch ein paar Trades mal zusammen platzieren können, damit ihr das Grundschemata hier versteht. So, jetzt greifen wir diese Entry-Marke wieder an. Das ist sehr interessant für mich, aber solange ich sie nicht überwunden habe, ist es erstmal ein Widerstand. Und ihr seht, an dem Widerstand kommt auch sofort erstmal Verkaufsdruck. Der prallt hier ab. Und wir warten jetzt ganz entspannt darauf, dass wir ein Closing, einen Schlusskurs oberhalb dieser Marke haben. Da kann ich schon, ihr seht, wir laufen wieder ran an die Linie. Er prallt wieder ab. Das ist erstmal ein markanter Widerstand. An meinem Tiefstand, an meiner Produktion muss ich aber nichts ändern, weil die 3 ist immer noch der letzte markante Tiefstand hier am Markt. So, jetzt haben wir wieder genau drauf geclosed. Also, das ist mir auch noch kein Durchbruch. Ich möchte wirklich schon eine Kerze, die sich hier oberhalb dieser Entry-Linie positioniert. Das ist hier der Fall. So, und schon habe ich mein Entry hier in den Markt gefunden. Und ihr seht, habe den schon fast wieder ein bisschen verquatscht, hier die ersten zwei, drei Punkte verpasst. Deshalb da immer ganz genau drauf vorbereiten. Was möchte ich? Ich möchte meine 10 Punkte Zielkurs haben. Und noch interessiert mich auch diese zwei da oben nicht. Ihr seht, die schiebt er weiter. Und es hat sich auch schon wieder erledigt, dieses Spiel. Er hat diesen Trade schon nach Hause gefahren. Aber jetzt habe ich ja zwei neue Projektionspunkte. Diese Projektion kann ich löschen, weil habe ich gehandelt, brauche ich nicht mehr. Jetzt habe ich natürlich eine 3 und eine 2. Das heißt, ich hole mir die neue Projektion und verbinde einfach den Tiefstand, die 3, mit der aktuellen 2, mit dem Höchststand. Sollte der den weiterschieben, ähnlich wie der 3-Bewegung eben nach unten, dann mache ich das natürlich in die Gegenrichtung. Im M5, schreibt der Karl-Heinz, kannst du das natürlich auch machen. Funktioniert das Ganze natürlich auch wunderbar.
Und da natürlich dann immer etwas smoother, weil wir natürlich nur alle 5 Minuten hier eine neue Kerze bekommen. So, ich mache mal wieder auf Play, dass wir das Ganze dann da etwas relaxter nutzen können, weil da sind die Bewegungen natürlich etwas kleiner. So, hier jetzt genau dasselbe Schemata. Diesmal warte ich natürlich auf einen Durchbruch nach unten. Will ja jetzt den Zeltritt machen. Das heißt, ich warte jetzt auf eine Bewegung, die eventuell dieses Entry durchbricht, um dann hier meinen Zeltritt am Markt zu platzieren. So. Und dementsprechend warten wir jetzt hier. Sollte er die 2 schieben, was er noch nicht macht, müsste ich die Projektion anpassen. Dann wird er an das aktuelle Ende geschoben. Aber noch sieht es so aus, als wenn die 2 hier erstmal der Höchststand ist. Ich kann jetzt schon mal in Richtung meiner Sell-Taste hier fahren. Sollte der jetzt darunter schließen, macht er noch nicht. Ihr seht, der fungiert hier noch als Unterstützung. Ich mache uns mal den Minutentimer hier rein, dann sehen wir das auch alle besser, wie lange die Minute läuft. Also als Hilfsmittel macht euch noch diesen kleinen Time-Indikator hier mit rein. Dann seht ihr auch, wie lange die Minute hier im Chart noch mitläuft. So, noch 10 Sekunden, das sieht gut aus, der ist da drunter und ihr seht, ich zögere hier nicht, der Timer ist abgelaufen, ich eröffne sofort den Zeltritt. Ich mache nochmal auf Stopp, damit wir das besser sehen. Ich habe hier jetzt mit der 35er meinen Schlusskurs unterhalb meiner Entry, unterhalb meiner Projektionslinie. Kerze war beendet und ihr seht, mit dem Opening, ohne Zeitverzögerung, deshalb habe ich ja den Counter drin. Deshalb befinde ich mich natürlich schon hier im Mini-Terminal auf meiner Sell-Taste, weil ich möchte natürlich sofort, wenn der Counter runtergelaufen ist, diesen Trade hier eröffnen. So, ihr könnt jetzt natürlich schon Risiko reduzieren, weil wir haben ja schon die Hälfte der Strecke geschafft. Aber wir lassen dem Trade natürlich auch die Chance, seinen Zielkurs da unten zu erreichen und dementsprechend uns die Gewinne einzufahren. Hier könnt ihr natürlich auch ein Timeout wählen. Wenn ihr jetzt sagt, oh, jetzt bin ich aber schon 5, 6 Minuten im Markt und irgendwie erreiche ich dieses Zielkurs nicht, da könnt ihr jetzt auch bei 7, 8 Punkten sagen, okay, ich mache ein Timeout. Oder aber zumindest, wir haben ja nur noch 2 Punkte Gewinnerwartung, ich nehme das Risiko aus dem Markt. Ihr seht, ich habe den SL unter mein Einstiegsniveau gezogen. Das heißt, mir passiert hier nichts mit dem Trade, aber wir geben ihm die Chance, wie eben passiert, in sein Ziel zu laufen. Haben wir den nächsten Trade zu Hause. Damit brauche ich diese Projektion nicht mehr. Der ist abgehandelt. Den können wir einfach löschen. Und jetzt warte ich natürlich, dass er hier irgendwo mir vielleicht einen neuen Reversal Point. Also ich warte jetzt darauf, dass er mir hier irgendwo vielleicht einen neuen Reversal Point einzeichnet, um dann einfach eine neue Projektion zu machen. Und da ist er ja schon. So, und jetzt wieder dasselbe Spielchen. Ich mache mal hier kurz auf Stopp, damit ihr das nochmal seht. So, ich habe jetzt einen neuen Reversal Point und ich verbinde immer den vorletzten mit dem letzten. Also auf meinen Fächer, auf meinen vorletzten Punkt, zu meinem letzten Punkt. Zack. Und dann haben wir hier das Entry-Niveau. Worauf warten wir jetzt? Durchbruch dieses Entry-Niveaus, um dann hier einen Buy-Trade zu machen. Sollte er die 2, wir wissen, der kann die ja schieben, weiter nach unten schieben, dann passen wir diese Projektion einfach an am Markt. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an. Machen wir wieder auf Play. Vielleicht müssen wir ja hier noch nachjustieren. So, da kommt der Angriff nach oben. Wir sind schon an der Entry. Wir haben aber noch nicht drüber geschlossen über dieser Linie. Deshalb warten wir nochmal, bis wir wirklich das Closing über der Linie haben. Ja, und wenn man ganz genau ist, hat er auch schon darüber geschlossen. Das ist dann hier schon mein Entry. Und wir warten genau ab. So, jetzt ist er hier natürlich sehr, sehr schnell nach oben gelaufen. So, und dann ist das hier im Prinzip, ich habe den Durchbruch, mein Entry in den Markt, habe mein Trade hier praktisch jetzt eröffnet. Wieder mit demselben Spiel. Ich habe meinen Durchbruch hier am Markt. Hier sehen wir, da ist meine relevante Durchbruchskerze. Möchte dasselbe Spielchen wieder machen. So, jetzt hat er die Hälfte seines Ziels erreicht. Ich reduziere also auch die Hälfte meines Risikos. Habe jetzt also maximal noch
fünf Pünktchen im Markt. Und wenn ich bei 7, 8 Punkten wie jetzt bin, kann ich auch das Risk rausnehmen aus dem Markt, weil ich habe ja nur noch 2, 3 Punkte Gewinnerwartung. Lass mich auch hier nicht irritieren, dass er jetzt hier schon mal eine neue Zahl schiebt. Ich gebe ihm die Chance, dass er weiterläuft. Ich gebe ihm die Chance, den Take Profit zu erreichen, was wir sehen, was er ja jetzt auch schon gemacht hat. So, selbe Spiel. Diese Projektion brauche ich nicht mehr. Diese Projektion kann ich löschen. Ich habe jetzt 2 neue Punkte und ich verbinde wieder natürlich meinen vorletzten Punkt mit meinem aktuell letzten Punkt. Sollte er ihn weiter schieben, ihr kennt es mittlerweile schon, passe ich die Projektion natürlich an. Wir drücken hier wieder auf Play. Sollte er die 3 weiter nach oben schieben, muss ich natürlich auch meine Projektion mit anpassen. Ansonsten steht er erstmal hier im Markt drin. Wir warten jetzt auf den Durchbruch nach unten, um dann jetzt natürlich hier diesen Sell-Trade am Markt zu platzieren. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Noch hält die 3, noch ist es der für mich relevante Höchststand. Und ich warte jetzt natürlich auf ein Closing, einen Schlusskurs unterhalb der Marke. Die schließt noch darüber. Denkt daran, noch ist es eine Unterstützung. Erst wenn wir diese Linie durchbrechen, wie jetzt, und dann darunter schließen. 5, 6, 7, so. Jetzt sehen wir, der hat darunter geschlossen unter der Marke. Also bin ich hier mal drin im Markt. Oder auch nicht. Shit. Ein bisschen später schon reingekommen. Ihr seht, das war jetzt natürlich verzögert, weil das Pop-up-Fenster aufgegangen ist. Aber eigentlich mit dem Opening, ihr seht, ich wäre da sogar noch 2, 3 Pünktchen besser reingekommen. Deshalb darauf immer achten, dass ihr da genau mit dem Counter arbeitet, um dementsprechend hier eure Trade zu platzieren. So, hier sehe ich, hier passiert nicht viel. Ich bin die erste, die zweite, die dritte, die vierte im Markt und jetzt sogar schon die fünfte im Markt. Und wenn dann nicht die von mir erwartete Bewegung kommt, dann ist es auch okay, wenn ihr jetzt nach 5 Minuten ein Timeout macht. Ihr seht, ich bin jetzt 5 Minuten im Markt und bin jetzt hier gerade mal so ein bisschen im Profit. Da sage ich einfach mal danke. Hier ist nichts passiert. Das ist mein klassisches Timeout, was ich dann natürlich auch nutze. Ihr seht, sonst bei den Trades innerhalb der ersten 5 Minuten, wie hier, wie hier, wie hier, wie hier, fährt er uns den Trade safe nach Hause. Hier waren wir die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte im Markt. Und ihr seht, ob plus minus null oder in unserem Fall mit einem kleinen Profit, gehe ich mal lieber raus. Es kommt nicht der von mir erwartete Schwung rein. Klassisches Timeout hier, dass ich dementsprechend reingehe. So, Volker, nochmal die Frage, zeigst du mir nochmal die Einstellung für die Fibos? Ja, also ihr geht hier oben auf euer Fibo-Tool, zeichnet euch das erste Mal ein und dann werdet ihr sehen, sieht das Fibo-Tool folgendermaßen aus. Ich gehe mal hier auf die Eigenschaften. Gehe mal auf Zurücksetzen. So, und dann habt ihr hier alle Linien drin. Ihr habt hier eine 38,2 mit drin. Da geht ihr einfach rauf auf diese 38,2, markiert die mit der linken Maustaste, löschen. Ihr geht auf die 61,8 drauf, markiert die mit der linken Maustaste, geht auf Löschen. Ihr lasst euch nur die 0,5 mit drin. Wir haben dieselbe Strategie auch schon mal mit der 0,61 gemacht. Die ist ein bisschen aggressiver, die basiert hier nur auf 10 Punkten. So, die lasst ihr drin. Wenn ihr jetzt einen Doppelklick, wenn ihr da noch ein Entry oder ein Einstieg, ihr könnt euch da reinschreiben, was ihr wollt. Ich kann da auch Einstieg reinschreiben bei Beschreibung. Doppelklick, schreib hier Einstieg ran, drück auf OK. Dann sehen wir, steht jetzt hier Einstieg an der Linie, dann habt ihr die fertig. Und so habt ihr diese Einstellungen, so die Projektion haben wir abgehandelt, also können wir diese Projektion hier einfach löschen. Dazu Doppelklick, markieren, Rechtsklick, löschen. Worauf warte ich? Ich warte jetzt, dass er mir hier vielleicht einen neuen Umkehrpunkt malt, damit ich mir eine neue Projektion reinmachen kann. Also gehen wir mal wieder auf Play und schauen uns das Spielchen an. So, wenn wir zwischendurch aber auch mal hier auf unseren Zwischenstand schauen, seht ihr, wir haben mal gewonnen, wir haben auch mal einen Trade verloren. Wir haben hier 100 gewonnen, hier 100 gewonnen, hier 100 gewonnen. Hier bin ich mit dem Timeout, aber ihr seht, deutlich profitabel. 6 Trades gemacht, 1 Trade verloren, sieht ganz gut aus. So, und da ist ja mein Reversal Point. Da ist meine 3, da ist meine 2. Ich verbinde den vorletzten, die 3, mit meinem aktuellen letzten, der 2. Sollte er den schieben, wisst ihr, passen wir auch unsere Projektion an. So, wir gehen weiter mal hier auf Play.
schauen uns das an und ihr seht, jetzt schiebt er den. Also muss ich natürlich auch meine Projektion anpassen, muss den hier auch schieben an den Tiefstand und warte jetzt natürlich worauf, auf den Schlusskurs über meinem Entry oder wir haben es jetzt ja Einstieg hier genannt. Solange ich das nicht durchbrochen habe, dieses Niveau, ist es ein Widerstand. Erst wenn wir es durchbrochen haben, ist es mein Entry, ist es mein Einstieg. In dem Fall möchte ich einen Beitritt machen. Jetzt seht ihr, jetzt schiebt er den weiter nach unten. Was mache ich? Muss meine Projektion anpassen. Also ich passe auch meine Projektion an den aktuell neuen Tiefstand hier im Markt mit an, um dann dementsprechend natürlich hier aktuell immer dieses Einstiegsniveau hier mir zu halten. Ja, und das ist ein relativ simples, aber sehr, sehr effektives Tool. Ihr seht, jetzt schiebt er die drei weiter, er markiert neue Tiefstände. Ich hatte die drei im Tier. Jetzt seht ihr, muss ich natürlich auch meine Projektion mit anpassen. Das heißt, ich nehme das neue Tiefstandsniveau, um hier meine Projektion in den Markt reinzumachen. Und somit kommt ihr auch nicht zu früh rein. Ihr seht, jetzt schiebt dann weiter. Also muss auch ich die Projektion weiterschieben. Ich ziehe den immer mit, bis er mir irgendwann dann mal die Gegenbewegung bringt. Ihr markiert neue Tiefstände. Ihr seht, ich ziehe die Projektion mit. Ihr seht, auch unsere Einstiegslinie wird immer weiter mit nach unten gezogen, sodass ich dann das Kursniveau finde, um hier einzusteigen. So, das scheint jetzt erstmal hier ein Tiefstand gewesen zu sein. Nein, war er nicht. Er schiebt ihn weiter. Also pass auch ich meine Projektion weiter hiermit an. Solange er mir hier neue Tiefstände markiert, muss ich das Ganze dann natürlich hiermit anpassen. Ja, das ist jetzt das Opening. Wir sehen, ist gerade die 10 Uhr Zeit. Deshalb kommt hier der Sell-Schwung rein, den wir hier am 30. hatten. Da haben wir ja erstmal das Opening-Szenario. Aber auf was bereite ich mich jetzt vor? Ich bereite mich jetzt eigentlich genau auf dieses Reversal-Szenario mit vor. So, da haben wir jetzt schon mal schön den Tiefstand im Markt markiert. Hier ist unser Low. Den haben wir genutzt, um hier auch das Ende unserer Projektion hinzulegen. Wir haben den Höchststand genommen hier oben. Das waren jetzt die beiden Dreis. Das war mein High. Damit habe ich hier meine Projektionslinie. Ja, und jetzt warte ich wieder auf eine Gegenbewegung, auf einen Durchbruch dieses Entry-Niveaus, dieses Einstiegsniveaus. Ja, und das wäre ja dann auch praktisch mein Reversal-Trade, den ich hier nach der Markteröffnung machen möchte. Habe hier die relativ starke Markteröffnung gehabt, hier mit dem Downtrade, mit dem Abwärtstrend und möchte jetzt hier eigentlich diesen Reversal-Trade machen. So, jetzt greifen wir es an. Ich fahre schon mal zu meiner Buy-Taste, aber wir haben ja noch 50 Sekunden Zeit. Ich brauche ja ein Closing oberhalb. So, jetzt sieht das schon mal ganz gut aus. Wir sind oberhalb. Aber es ist noch nicht mein Closing. Also warten wir hier noch ein bisschen ab, dass wir hier auch am Ende der 20 Sekunden, die wir hier noch haben, einen Schlusskurs oberhalb meines Einstiegsniveaus haben. Ich fahre hier schon auf die Buy-Taste und ihr seht, jetzt haben wir drüber geschlossen. So, jetzt sehen wir eine kleine Gegenbewegung, nutze ich natürlich gerne. Das ist ein klassisches Pullback, was wir sehen. Starke Durchbruchskerze und ihr seht, obwohl die negativ ist, steige ich ein, weil meine Einstiegsbedingung ist erfüllt. Selbes Szenario. Gut, das ist jetzt das Open-Szenario. Da sollten wir uns eigentlich sogar 20 Punkte Platz nehmen. Ne? Ihr seht, ich habe jetzt nur 10 vordefiniert. Das ist jetzt natürlich der Uhrzeit geschuldet. Der sollte eigentlich hier auch 20 Punkte bringen. Deshalb könnt ihr es dann modifizieren und ein bisschen anpassen. Da ist ein bisschen mehr Schwung eigentlich, um diese Uhrzeit zu erwarten. Deshalb kann ich den hier auch anpassen und sage, ich nehme ja in meinem Opening Trade nicht nur 10 Punkte mit, ich will ja auch 20 Punkte. Deshalb seht ihr, habe ich den jetzt modifiziert. So, jetzt habe ich die 10 eigentlich schon erreicht. Jetzt bin ich über der Hälfte. Jetzt nehme ich natürlich mein Risiko raus, sichere mir die ersten Punkte hier schon ab. Ja, und wenn ihr dann sagt, ah, ich bin mir da doch nicht so sicher, ob der die 20 schafft, ich nehme mal hier einfach 15 oder 18 Punkte mit, könnt ihr natürlich hier über dieses Schließentool das auch machen. Aber wir wissen ja eigentlich, der sollte um die Uhrzeit seine Pünktchen hier schaffen, seine 20 Punkte. Dementsprechend geben wir ihm natürlich auch die Chance, danke, in den Zielkurs zu laufen. So, ihr seht, ich habe jetzt eigentlich nur dieses Zeitfenster, weil meine Uhr blinkt hier schon wieder. Schön, dass ihr trotzdem so lange dran geblieben seid. So, ich habe jetzt eigentlich meinen ersten Trade hier mal um 8 gemacht mit diesem Fächer. Ihr seht, der ging profitabel. Das waren meine plus 10 Punkte gewesen. So, habe hier auch mal einen Trade verloren mit minus 10 Punkten. Hab ja immer dieses 1:1 im Chance-Risiko-Verhältnis. Das kann ich aber machen, weil dieses System eine 80-prozentige Trefferquote hat. Hab hier meinen Buy-Trade gemacht mit plus 10 Punkten. Hab hier meinen
Sell Trade gemacht mit plus 10 Punkten, habe hier meinen Buy Trade gemacht mit plus 10 Punkten, habe hier meinen Sell Trade gemacht mit plus minus 0. Ich glaube, wir hatten sogar 2, 3 Punkte plus hier gehabt. Ja, hier hatte ich auf die Uhrzeit nicht geschaut. Hier sind wir kurz vor 8 eingestiegen. Der Schwung kam erst um 9 Uhr rein, aber ihr seht, hätte auch funktioniert, aber hätte gibt's nicht. Null Nummer, Timeout, raus aus diesem Trade. Habe hier meinen Buy Trade gemacht. Der hat sogar plus 20 Punkte gebracht, weil das ist ja mein Opening Trade, den ich hier um 9 Uhr mache. Da erwarte ich natürlich wesentlich mehr. So, dann sieht das gar nicht schlecht aus. Die beiden gleichen sich hier aus auf eine Nullnummer. Dann bleiben plus 10, plus 20, plus 30. Bleibt hierbei plus 40, also plus die nochmal. Und ihr seht, im Chart sieht es denn folgendermaßen aus. Eigentlich haben wir mit dem kurzen Zeitfenster hier unser Tagesziel fast erreicht. So, haben wir hier einen schönen Chartverlauf und ihr seht, ach, irgendwo hatte ich einen Trade vergessen. Wir haben hier eigentlich 500 ist mein Tagesziel. So, haben diese 500 hier auch erreicht. Das sind unsere 50 Punkte, 51,3 Punkte, schön aus dem Szenario rausgeholt. Und ihr seht, wir haben hier insgesamt 7 Mal gehandelt. 6 von den 7 Trades waren profitabel, wobei ich hier ja noch mit einem 2 zu 1 gehandelt habe. Das heißt, der kompensiert mir ja nicht nur den Verlusttrade, sondern packt mir sogar noch einen Gewinn mit drauf. So, und so könnt ihr das Spiel endlos fortsetzen. Kommt der nächste Reversal Point. Die Projektion löschen wir natürlich jetzt. Kann ich dann, wenn ich hier die nächste 2 oder 3, was auch immer im Markt bekomme, meinen nächsten Reversal Point, das Ganze hier einfach weiter fortsetzen und kann dann dementsprechend das hier mit durchhandeln, um dann die nächste Short-Projektion hier am Markt zu platzieren. Auch einfach wieder mit dem Ziel, mir die nächsten Punkte zu holen. Also Setup, Reversal Points, die Zweier- und Dreier-Punkte mit einblenden. Schauen wir uns nochmal mit an bei Indikatoren. Dann einfach den Fibo-Fächer. So, hier seht ihr das nochmal. Reversal Points. Punkt 1 und 2 habe ich ausgeblendet, farblos. Ich möchte die Zweier umkehren und die Dreier umkehren hier haben. Fertig. Reinlegen in den Chart, meinen Fibo-Fächer anpassen. So, und da mal die 2. Damit haben wir einen neuen Projektionspunkt und damit setze ich einfach von meiner 3, von meinem vorletzten zu meinem letzten meine neue Projektionslinie hier. So, sollte er die 2 schieben, mittlerweile denke ich, habt ihr das Spiel verstanden, müsste ich natürlich auch meine Projektion nach oben mit anpassen. Aktuell hält er den als Höchststandsniveau. Das ist also hier mein vorläufiges High im Markt. Alles gut. Jetzt warten wir wieder auf einen Durchbruch durch unser Entry, durch unser Einstiegsniveau. Ja, und die Überlegung ist dann natürlich klar, da wollen wir dann natürlich den Sell Trade machen. So, und obwohl wir unser Tagesziel schon haben, machen wir hier ruhig auch noch ein. Und ihr seht, auch wenn der dann schief geht, würde uns der nicht wehtun, weil wir hier wirklich diese hohe Trefferquote mit diesem System haben, um dann einfach zu sagen, okay, ich kann hier arbeiten. So, jetzt wird es interessant. Da sehen wir, da ist die Durchbruchskerze, aber der Counter ist noch nicht abgelaufen. Ich muss hier warten, bis der bei 0 steht, weil der Schlusskurs ist hier der relevante Kurs für mich. So, ich kann schon mal in Richtung meiner Sell-Taste fahren, aber ihr seht, warum es so wichtig ist, hier abzuwarten. Momentan wären wir eigentlich oberhalb der Linie, also immer noch kein Schlusskurs unterhalb meines Entries. Also die nächste Minute natürlich auch relevant hier wieder abwarten. Ihr seht, noch fungiert der als Unterstützung im Markt und es gibt dann erstmal die kleine Gegenbewegung nach oben. Deshalb abwarten. Ich brauche das Closing unterhalb. Auch die aktuelle schließt oberhalb, also kein Entry. Jetzt kommt wieder die Gegenbewegung. Jetzt sehen wir, bewegen wir uns mal unter die Linie. Aber ich muss warten, bis der Counter runtergezählt hat. Ich fahre schon mal zu der Sell-Taste, damit ich hier auch bei 0 irgendwo in den Markt reinkomme. Wenn er darunter schließen sollte, hat er darunter geschlossen, hat er darunter geschlossen. Also kann ich das hier natürlich jetzt als Einstiegsniveau nutzen. Platziere hier meinen Sell-Trade. Selbe Spiel, 10, 10, 10 TP, 10 SL. So habe ich die Hälfte des Weges voll, nehme ich die Hälfte des Risikos raus. Ihr seht, so und jetzt bin ich schon bei 7, 8 Punkten. Da ziehe ich natürlich das Risiko komplett aus dem Trade raus. Oder aber sag, ich schließe die Position jetzt. Fertig. Wurde für mich erledigt. Der nächste 10 Punkte Trade. Und ihr seht, das geht hier fröhlich weiter. Und wir sehen, schöner Chart, 8 Mal gehandelt, einmal verloren. So, mittlerweile Kontostand hier bei
613, nochmal die 100 geholt, hier schön die 200 geholt. Das war ja unser Opening Trade. So, und jetzt warte ich ab. Die Projektion ist tot und so weiter. Und ihr seht, so könnt ihr das Spiel hier endlos weiter durchspielen. Super simple Strategie mit den Fibonaccis, mit den Reversal Points. Und so können wir das natürlich hier sehr, sehr schön spielen. Wenn wir uns das in dem Live-Markt mal anschauen, sehen wir ein ähnliches Spiel. Hier hatten wir die Short-Projektion mit drin. Und ihr seht, testet das einfach mal im Tester, bis die Ergebnisse adäquat aussehen zu meinen Ergebnissen. So, und hier haben wir natürlich genau dasselbe gehabt. Hab die 3 mit der 3 verbunden. Da ist meine Durchbruchskerze. Der schließt da drüber. Und was erwarte ich? Ist ja noch ein Opening Trade hier. Nee, ist kein Opening Trade. Ich will ja eigentlich nur 10 Punkte. Die waren hier voll. Ihr seht, es kommt aber hier nochmal eine 25-Punkte-Bewegung. Jetzt ist die Projektion tot. Lösche die Projektion. Mal mir hier natürlich eine neue Projektion ein, nämlich über diese 3 und diese 3. Und ihr seht, da ist das Closing. Der schließt hier unterhalb. Also mein Short Trade mit dem Spiel. Ich will 10 Punkte haben. Und ihr seht, die hat er uns hier auch mal ganz schnell geholt. So, und schon wieder raus aus dem Markt. Projektion abgehandelt, weil ich habe ja schon eine neue 2 da. Verbinde jetzt den vorletzten Punkt mit dem letzten Punkt und hätte hier ja ein neues Entry-Niveau. Warte jetzt also darauf, dass wir vielleicht ein Closing hier oberhalb bekommen. Dann möchte ich hier meinen Buy-Trade machen. Also ihr seht, könnt ihr historisch sehr schön testen, könnt ihr live sehr schön testen. Sehr simple Strategie, sehr, sehr effektive Strategie, hohe Trefferquote, könnt in jedem Timeframe nutzen. So, und ich hoffe, es war wieder interessant für euch gewesen, der heutige Education-Tag. Meine Zeit ist leider sogar schon etwas überschritten. Danke, dass ihr so lange mit dabei gewesen seid. Ich stelle euch das Video natürlich gerne wieder dazu mit rein. Und ja, wie sowas denn aussieht, wenn ihr das mal einfach ein, zwei Stunden am Markt macht, kann ich euch nochmal zeigen. Wenn ich sowas einfach mal einen Tag lang durchsimuliere, seht ihr, komme ich hier auch mal bei 28% Wachstum raus. Das ist dieselbe Strategie. Da habe ich einfach mal den Tag hier für euch durchsimuliert. Ihr seht, sehr, sehr hohe Trefferquote, über 86% Trefferquote, extrem hoher Profitfaktor. Kaum Trades, die hier mal verloren werden, wenn wir uns hier mal die einzelnen Trades mit anschauen. Da seht ihr, da sind hier mal ein paar kleine Minus-Trades mit drin, aber dann eine große Batterie an positiven Trades. Mini-Trade, das war mal so ein Timeout gewesen, aber ihr seht wieder eine große Serie an Gewinntrades, Mini-Verlust-Trade, große Gewinnserie, Mini-Verlust-Trade, große Gewinnserie. Ja, und so sollte das denn aussehen und ihr seht, sehr simple, sehr profitable Strategie und ihr seht, hier sind jeden Tag 20-25%, wenn man sich ja einfach mal die Arbeit macht, sowas durchzuhandeln, möglich am Tag. Hab hier einfach mal 2, 3 Tage durchsimuliert. Und das ist auch meine Empfehlung. Ihr seht, auch heute nach über 25 Jahren trainiere ich jede Woche mindestens mal 2, 3 Stunden, um einfach genau dieses Timing zu haben. Hier sehen wir natürlich, Projektion müsste ich anpassen. Hat die 2 geschoben, aber da ist sie da. So, und jetzt warten wir genauso wieder, dass wir den Durchbruch hier bekommen. Dann platzieren wir genauso wieder unseren Trade. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Hoffe, es war wieder informativ gewesen. Und dementsprechend viel Spaß damit. Hier noch eine Frage von der Kerstin. Im Dow natürlich nicht 10 Punkte Profit, sondern 20 Punkte Profit. Da haben wir natürlich dann eine höhere Gewinnerwartung mit dem Ganzen. Also dementsprechend viel Spaß beim Testen, viel Spaß beim Traden. Und ich gucke mal, ja, alle Fragen durch beantwortet. Guten, erfolgreichen Trading-Tag. Danke euch. Ciao.